Hallo Leute, willkommen zurück bei mir. Es gibt mal wieder Reviews und ich fange einfach an. Den ersten Film, den ich euch jetzt zeige, den habe ich euch noch nicht gezeigt, auch nicht bei den Neuzugängen, weil den meine Freundin erst mitgenommen hat und die hat ihn mir jetzt vor ein paar Tagen wiedergegeben und ich habe ihn schon angesehen, deswegen geht er jetzt zurück. Aber wie gesagt, ich habe euch ihn noch nicht gezeigt. Das ist dieser Film hier, Monty Pythons, der Sinn des Lebens. Es ist eine Comedy, ein Comedy-Film, aber ein sehr intelligenter Comedy-Film. Es gibt also in dieser Comedy, die darin vorkommt, kommt viel Religionskritik vor, Gesellschaftskritik und so weiter. Und deswegen ist das nicht so diese 0815 Pisskack-Kotze-Witze, obwohl Kotze leider auch drin vorkommt, was ich nicht so toll fand. Aber alles in allem ist der Humor von den Monty Python-Leuten, den Engländern, die dahinter stecken, eigentlich ganz gut. Ich mag auch die Kritik dahinter. Obwohl ich sagen muss, dass das Leben des Brian mir aber besser gefallen hat als dieser Film, weil das Leben des Brian hat auch an sich eine Geschichte und folgt halt dieser Geschichte. Und hier ist es mehr so Sketch-Comedy, die aneinandergereiht wurde. Es hat keine fortlaufende Geschichte. Es dreht sich alles halt um den Sinn des Lebens. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ja, auch was für Leute, die ein bisschen mitdenken. 4 Sterne. Ja, 4 Sterne. Dann kommen jetzt die Filme, die ihr schon kennt. Zum einen Disneys Susi und Strolch. Ich muss leider sagen, mir gefällt der Film nicht besonders. Mir hat er auch als Kind noch nicht besonders gefallen. Und jetzt gefällt er mir auch nicht. Es ist sehr klischeehaft, diese Liebesgeschichte. Romeo und Julia, like, die Frau ist eine Zicke, der Kerl ist ein Typ, der irgendwie nichts anbrennen lässt. Es ist so arg klischeehaft und dass man Kindern das schon beibringen muss. Ich weiß nicht, es gefällt mir nicht so, aber ja, es ist halt ein Klassiker an Kinderfilmen, von daher kann man da wohl nicht viel zu sagen. 3 Sterne. Dann habe ich gesehen, Gnomio und Julia, auch so eine Romeo und Julia-Liebesgeschichte, wie es bei Susi und Streich auch ist. Aber es ist hier sehr wortwörtlich zu nehmen, weil das wirklich Romeo und Julia ist, nur als Gartenzwerge. Und ja, ich finde das sehr einfallsreich gewählt. Es gibt immer wieder Anspielungen auf Shakespeare und auf einige seiner Stücke und das fand ich immer wieder lustig, diese Anspielungen zu sehen. Die sind wahrscheinlich für die Eltern oder für die Erwachsenen, die sich diesen Film ansehen. Und da ist es auch für alle was, für Kinder und für Erwachsene. Und ja, auf jeden Fall sehr einfallsreich, kann ich nur empfehlen. 4 bis 4,5 Sterne auf jeden Fall. Dann habe ich noch den Tinkerbell-Film gesehen, Disneys Das Geheimnis der Feenflügel. Und ja, in diesem Film gibt es irgendwie so zwei Welten. Es gibt die Tinkerbell-Welt, wo sie lebt, eigentlich so ein Feld oder so. Und was darüber hinausgeht, liegt alles irgendwie im Schnee und da leben halt andere Feen. Und Tinkerbell will halt unbedingt mal Schnee sehen und da halt Schlitten fahren und alles, was man da halt macht. Und ja. Eines Tages, da darf sie aber eigentlich nicht. Eines Tages schleicht sie sich trotzdem dahin. Und ja, dann trifft sie diese Fee, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber stellt sich dann raus, dass sie irgendwie Schwestern sind. Und dann versuchen sie natürlich irgendwie einen Weg zu finden, wie sie miteinander leben können und einander besuchen können, obwohl sie in zwei verschiedenen Welten leben. Es ist mal wieder so ein Standardrezept an Geschichte, am Plot, für einen Kinderfilm ja normal. Ich muss sagen, diesen anderen Tinkerbell-Film, den ich letztes Mal gezeigt habe, fand ich etwas besser. Das hier war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den Punkt, die daran nicht gefunden. Es war irgendwie ein bisschen liebloser, kann man sagen. Aber es ist trotzdem kein schlechter Kinderfilm. 3 Sterne würde ich den auf jeden Fall geben und ist auch sehr lehrreich für Kinder und so. Dann hatte ich zwei Bollywood-Filme. Zum einen Chennai Express. In diesem Film fährt Shah Rukh Khan irgendwie mit dem Zug und wird dann von einer Gruppe Kerle entführt, die halt auch dieses Mädchen irgendwie begleiten. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Es war sehr wirr, es war sehr comedy-lastig
Und natürlich so Musik und liebeslastig. Es war okay. Es war ein süßer, interessanter, netter Bollywood-Film für zwischendurch. Ja, kann man sich ansehen, aber es hat mich nicht umgehauen und es war jetzt nichts Innovatives und Neues und nichts sehr Berührendes. Deswegen 3 Sterne. Dann gab es noch diesen Bollywood-Film Daily 6 oder Daily 6, irgendwie so. Es geht in diesem Film um den Mann, der irgendwie nach Delhi zurückkommt und halt alles neu kennenlernen muss. Ich weiß nicht, ich habe ihn angefangen zu gucken, aber dann irgendwann ausgeschaltet, weil er irgendwie nichts für mich war. Er ist nicht zum Punkt gekommen. Ich wusste nicht, worum es genau gehen sollte, weil irgendwie nur Szene an Szene gerettet ist. Dann mochte ich die Atmosphäre nicht besonders, weil sie irgendwie bedrückend war. Und dann mochte ich auch die Charaktere nicht unbedingt, weil es gibt so diese abergläubischen Dinge, die sie halt alle tun. Und es ist einfach nichts für mich, vielleicht weil ich nicht so in dieser indischen Welt drin bin, weil ich noch nie in Indien war oder was auch immer. Keine Ahnung, es war nichts für mich. Ich kann das jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen, aber wer mal vielleicht ein bisschen was Ernsthafteres aus Bollywood sehen will und nicht diese bunten Liebesgeschichten mit Musik wie das hier, der kann da mal reingucken. Vielleicht ist das was für euch. Deswegen gebe ich dem jetzt auch keine Sterne. Ich habe, wie gesagt, nur ein paar Minuten gesehen und dann ausgemacht. Dann habe ich noch angeguckt Lockout mit Guy Pearce und Maggie Grace. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es war okay, es war teilweise ein 0815 Action-Thriller oder was auch immer. Es war teilweise auch ein paar besondere Momente dabei, ein paar gute Ansätze, aber es war jetzt nicht so das Wahre. Man kann es sich ansehen, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen als Must-See oder Must-Have. Deswegen 3 Sterne. Dann geht heute endlich zurück Sherlock. Eine Legende kehrt zurück, die erste Staffel. Und ja, mehr kann ich zu der Serie nicht sagen, weil ich schon alles gesagt habe. Ich liebe diese Serie. Alle, die es noch nicht kennen, sollten es sich definitiv mal ansehen, weil es ist wert, gesehen zu werden. Es ist einfach unglaublich gut. 5 von 5 Sternen. Deswegen, ja, mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Dann gehen noch 2 Bücher zurück, die ich beide, leider muss ich sagen, teilweise quer gelesen habe, weil sie erstens ziemlich dick sind und zweitens sich etwas gezogen haben. Und ja, zum ersten geht zurück Zirkel und man sieht schon, ja, es ist ziemlich fett. Zirkel von Sarah B. Elfgren und Mats Strandberg aus dem Dressler Verlag hat über 500, ich glaube 600 Seiten oder so. 602 Seiten, ja, ziemlich fett. Und es hat sich zwischendrin gezogen. Wie gesagt, es passiert jetzt nicht unglaublich viel. Es geht mehr um Charakterentwicklung. Und da ist an die 6 Hauptcharaktere und ein paar mehr Nebencharaktere gibt. Daher braucht das halt viel Zeit. Wer sowas mag und wer Hexen und Zirkel und dergleichen mag, der wird bestimmt Spaß daran haben. Ich muss sagen, es hat mich teilweise an Pretty Little Liars erinnert. Ich habe das Buch immer noch nicht gelesen, beziehungsweise die Bücher, aber an die Serie. Es geht nicht um, ich meine nicht diesen Thriller-Bla-Aspekt, sondern vielmehr, wie sie miteinander umgehen, wie sie halt Freunde werden und sich umeinander kümmern und diesen ganzen Teenie-Kram halt, der hier auch drin vorkommt. Es war ganz gut. Mich persönlich hat es jetzt aber nicht so umgehauen, deswegen, wie viele Sterne habe ich dem denn gegeben? Ich glaube 3,5 irgendwie so. Und dann geht es zurück, dass ich leider auch teilweise quer gelesen habe. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht, weil ich viel von diesem Buch erwartet habe. Es geht nämlich um Die Königliche von Kristen Cashore, im Carlsen Verlag erschienen. Hardcover mit über 500 Seiten. Da sind auch diese Karten von dem Schloss und so bei, was ich immer gut finde.
Und auch so ein Who is Who. Auch sehr interessant und sehr hilfreich, vor allem wenn viele Charaktere drin vorkommen. 553 Seiten an, also nur Geschichte, ohne diese Zusatzseiten. Und ja, also bei den Neuzugängen habe ich euch ja schon erzählt, dass ich die Beschenkte und die Flamme, was die Vorgänger dieses Buches waren, beide gelesen habe und beide toll fand. Ich glaube, ich habe denen nicht beiden 5 Sterne gegeben, aber 4 bis 4,5 waren es auf jeden Fall. Sie waren gut geschrieben, sie waren so locker, leicht geschrieben und trotzdem ist viel passiert und trotzdem ist auch viel Interessantes und viel Wichtiges passiert. Aber zwischendurch war es halt auch sehr ruhig, aber trotzdem durch diese locker, leichte Erzählstil war man immer drin und wollte immer wissen, wie es weitergeht und hat immer erwartet, dass gleich in der nächsten Sekunde irgendwas Weltbewegendes passiert. Leider ist es in diesem Buch vollkommen anders. Es dieser locker leichte Schreibstil ist leider nicht mehr da. Dadurch bin ich irgendwie erstens schwer reingekommen und zweitens, als ich drin war, war es teilweise ziemlich langweilig. Es hat sich gezogen. Es ist nicht viel passiert, vielleicht auch dadurch, dass der Hauptschurke, der Villain, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht mehr da ist. Der existiert halt nur noch in der Vergangenheit und sie wollen halt in diesem Buch nur noch rausfinden, was damals passiert ist, alle Einzelheiten und so. Und dadurch fehlt vielleicht auch diese Gefahr, dass irgendwas in der nächsten Sekunde passieren könnte, obwohl schon einiges passiert, aber irgendwie ist es auch nicht so zusammenhängt teilweise und ich weiß auch nicht. Das ist so schade. Ich habe so viel von diesem Buch erwartet. Das war vielleicht auch der Fehler. Leute, erwartet nicht zu viel von diesem Buch. Wenn ihr nicht viel erwartet, dann kann es euch vielleicht gefallen oder wird euch auch umhauen. Aber wenn ihr viel erwartet oder erwartet, dass es wie die Beschenkte oder die Flamme ist, dann wird es euch leider enttäuschen, weil es nicht so ist. Ich habe auch gesagt, dass die Beschenkte und die Flamme eigentlich, also es geht ja um andere Charaktere und die können auch unabhängig voneinander gelesen werden und auch in einer anderen Reihenfolge. Hier ist das auch aber nicht mehr so. Ihr müsst die Beschenkte und die Flamme gelesen haben, um das hier, dieses Buch vollkommen zu verstehen. Aber leider ist es auch wiederum so, wenn ihr die Beschenkte und die Flamme gelesen habt, dann wisst ihr eigentlich schon so ziemlich alles und das jetzt fasst es sozusagen nur noch zusammen und fügt ihnen so ein paar kleine Aspekte hinzu. Aber es ist auch nicht viel Neues, von daher ist das auch wieder so ein Faktor, der ein bisschen langweilig war. Es tut mir so leid, es ist so schade. Es ist trotzdem kein schlechtes Buch, um Himmels Willen auf keinen Fall. Ich habe ihm 3 Sterne gegeben und wie gesagt, wenn ihr keine hohen Erwartungen habt, wird es euch vielleicht auch gefallen. Ja, mich hat es leider ein bisschen enttäuscht. 3 Sterne. So, das war's. Ich gehe dann jetzt mal und gebe es zurück. Ja, dann seht ihr auch bald die Neuzugänge, die ich dann ausleihe. Ansonsten, tschüss Leute, schönen Tag wünsche ich noch.